Herr Buder, Sie machen heuer schon zum 5. Mal den Stadtlauf in Werthofen. Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht der Grund, dass sich die Leute wieder mehr zum Laufen hin bewegen? Ja, ich glaube einfach, jeder will zum natürlichen zurück. Das Radfahren pumpt sehr, das Laufen natürlich sehr. Und das ist, glaube ich, der Grund. Ja. Es ist auch so, dass auch in Werthofen eigentlich jedes Jahr mehr Läufer kommen. Gibt es da so etwas wie einen Rekordversuch immer? Ist man ein bisschen gezwungen, auch das Maximum rauszuholen? Nein, wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo wir eigentlich gesagt haben, es ist organisatorisch schon sehr schwierig. Wir wollen so um die 1000 Läufer bleiben. Ich habe angefangen mit 800-900 und wir haben voriges Jahr einen Teilnehmerrekord gehabt, natürlich auch wetterbedingt, vielleicht ein bisschen mit 1300 Läufer. Und na, wir sind sehr froh darüber, aber es ist bald die Grenze erreicht. Zum heurigen Laufplatz, es gibt immer die klassischen Bewerbe, aber Sie haben jedes Jahr, wie ich weiß, auch immer Neuerungen im Plan. Ja, also wie gesagt, neben die klassischen Kinderbewerbe, Erwachsenenbewerbe, Staffellauf, Firmenlauf und den Hauptlauf haben wir heuer ein Matura-Projekt laufen, das nennt sich Music to Run. Das sind zwar Maturanten der Hack Werthofen, die wollen halt Musik in die Stadt bringen während dem Lauf und wir haben da an 5 verschiedenen Stellen Musik. In Verbindung auch mit der Zusammenarbeit mit der Musikschulverband Werthofen-Ibstal. Das klingt alles sehr spannend und vor allem sehr musikalisch. Aber jetzt ganz kurz auch zu einem ernsten Thema. Jetzt ist gerade in den Medien sehr viel über Kinderläufe zu lesen. Diese Problematik ist in Werthofen nicht so vorhanden. Problematik, es gibt natürlich immer wieder, bei den Kleinsten haben wir natürlich auch ein bisschen das Problem gehabt mit den Eltern, die da mitlaufen und da übermotiviert sind. Aber in Werthofen haben wir bereits vor 2 Jahren reagiert darauf und haben gesagt, wir machen keine Zeitnehmung mehr bei den Kleinsten. Und das hat im Vorjahr super funktioniert und wir hoffen auch heuer, dass das wieder so klappt. Und ersuchen natürlich die Eltern, dass ihre Motivation da zurückhalten und die Kinder einfach Spaß am Laufen lassen.